Hallo, liebe Freunde der Gesellschaft. Ich bin heute hier, um euch zu zeigen, was an dem Bushido and K1 Ding, also dieser Diss, wer da wirklich hintersteckt, warum die Illuminaten damit was zu tun haben. Alles werde ich euch offenlegen, genau heute. Ich habe meine Freunde eingeladen heute. Wir sind nicht deine Freunde. Okay, nee. Das kam überhaupt nicht gestellt rüber. Also, ich habe auch, um vertrauenswürdig zu wirken, eine Michael Jackson-Jacke angezogen, denn jeder mag Michael Jackson. Ihr kennt das ja. Bushido hat K1 gedisst. So, da geht's, ne? K1. So. Es geht darum, dass K1 seine Freunde verarscht haben soll. Gewisse Leute wie den Herrn Echo Fresh. Echo. Einen gewissen Herrn Jesus. So. Und auch ein AK. So, nachweislich ist zu finden im Internet, dass all diese drei Leute etwas zu tun haben mit einem gewissen Herrn. Wer ist Simon Desue? Kennt ihr den Simon Desue? Mhm. Nein? Ja. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Typ. Der macht so ein bisschen Videos im Internet. Der macht Videos im Internet und er lädt seine Videos immer auf eine gewisse Seite hoch, die heißt YouTube. Ja, merkt euch das. Pass auf. Und jetzt frage ich euch, wo hat Bushido sein Video hochgeladen? YouTube. Richtig. Merkwürdig. Einen gewissen Herrn hat er noch verarscht, ne? Einen gewissen Herrn Steiger. So, Simon Desue hat wirklich, ungelogen, auf seinem Facebook gerade erst vor kurzem ein Foto hochgeladen, auf dem er zu finden ist in Zagreb, in Kroatien. Ja, kennt ihr das? Schon gehört? Nein. Urlaubsort. So, warte mal, ganz kurz. Was passiert, wenn man die beiden wegnimmt, das ZA und Grepp umdreht, dann entsteht daraus Berg. Was ist Berg plus Steiger? Bergsteiger! Wow! Das geht noch weiter. Lass uns einfach kurz verschwinden lassen. Was tun Bergsteiger? Steigen! Steigen! Und worauf steigen sie? Berge! Aha, was wollen sie erreichen? Nein, was wollen sie erreichen auf einem Berg? Spitze! Die Bergspitze. Die Bergspitze. So sieht eine Bergspitze aus. Kennen wir es nicht irgendwo her? Richtig. Illuminati. Nein, ich bin noch nicht fertig. Illuminati. Wenn man das I, ne, dreht, dann entsteht, und das hier zwischen dem LL macht, entsteht ein H, ne? Merkt euch das H. LL sind zwei Buchstaben. Ja? Jetzt denkt ihr euch, hä, was hat das jetzt zu bedeuten? Moment mal. Wer hat K1 gedisst? Bushido. So, Moment mal ganz kurz. Wir haben hier H und zwei Ls, H2, ne? Nehmen wir das H weg und die ersten beiden Buchstaben, B und U, was entsteht? Sido! Sido, richtig, meine lieben Freunde. So, was hat Sido damit zu tun? Was macht Sido? Rap. Musik. Und was hat er früher gehabt immer? Eine Maske. Richtig. Welcher deutsche Künstler hat noch eine Maske? Panda Bear Co. oder wie der auch heißt. Panda Bear Co. der heißt nur Co. Warum du Panda Bear Co. sagst, weiß ich nicht. Aber hey, okay. Co. Richtig. Der stellt aber auch wirklich, wie du gesagt hast, sehr schön, du hast mitgedacht, ein Panda dar. Vor gerade mal, ich glaube, 2-3 Wochen wurden kleine Panda-Babys in einem Zoo geboren. Wo liegt dieser Zoo? Thailand. Richtig. Ihr seid gut informiert. In Thailand. Wer ist halb Thailänder? K1. Richtig. Sehr schön mitgedacht. K1 wurde ja gedisst, ne? Von dem gewissen Herrn Bushido. Ja? Und wenn ihr mal die Kommentare durchsiehst, steht überall komplett. Wie findest du den Song? Gut. Wie findest du? Bombe, Klasse, zerstört. Moment mal ganz kurz. Bombe, Klasse, zerstört? Taliban. Auch nicht so übertreiben, aber okay. Moment mal bitte. Der Song ist, wie ihr gerade schon gesagt habt, Bombe. Sehr schön gesagt. Was schlägt ein wie eine Bombe? Genauso wie der Track, wie ihr sagt? Eine Abrissbirne. Sehr schön. Komisch, dass du das so schnell weißt. Eine Abrissbirne. Wer ist gut in Englisch? Du nicht. Wer ist so gut in Englisch von euch? Ich nicht. Du auch nicht? Sehr schön. Wer ist jetzt gut in Englisch? Hallo. Weiß jemand, was Abrissbirne auf Englisch heißt? Wrecking Ball. Wrecking Ball. Sehr schön. So will ich das hören. Und jetzt sag mir bitte alle gleichzeitig, wer hat Wrecking Ball gerade als Song gehabt? Mann. 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 Mann.
klar, meines Zeichens ist an allen schuld. Sonst noch Fragen? Nein. Sehr geehrte Freunde hier und sehr geehrte Mitzuschauer, ihr habt hier das komplette Eröffnungsplädoyer. Der kennst du nicht auswendig, der hat mal irgendwie deutsche Sätze sagen. Ihr habt hier wirklich grün auf weiß gehabt, wer wirklich hinter einem steckt. Und es ist klar, es ist meines. Es macht Sinn. Dankeschön, es macht Sinn. Es ist klar. Danke. Danke, danke. Mein erster Applaus bei dir, danke. Endlich ein Kind von ihm. Ist so cool.